So, erstmal beim Datentracken gibt es natürlich zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Man hat irgendwelche Sensoren, wie bei Fitnessarmbändern und ähnlichen Sachen. Da gibt es ja so Bewegungssensoren, die dann da Schritte daraus errechnen und ähnliches. Und das sind halt elektronische Sensoren, die die Daten automatisch erfassen. Das ist der eine wichtige Bereich. Und dann gibt es immer noch den anderen Bereich, wo Daten manuell getrackt werden. Also wo ich jetzt Mensch irgendwas in der App oder auf dem Zettel oder so, das manuell eingeben muss, irgendwelche Sachen. Gemütszustände zum Beispiel ist da ein beliebtes Thema oder überhaupt eine Beschreibung der Aktivitäten, die ich gerade mache, was eben jetzt noch nicht automatisch zu erfassen geht mit Sensoren. Genau, das sind erstmal die beiden wesentlichen Inputquellen, die man hat, also die Datenströme, die kommen. Und dann hat man die Daten irgendwo liegen, entweder was ich auf dem Smartphone oder auf dem Laptop oder es ist in der Cloud gespeichert irgendwo. Und dann geht es darum, die zu analysieren.